Dieser Einfamilienhausdeal bringt eine hohe Rendite und zwar vom Start weg. Einfach, schnell, direkt, ohne irgendwelche Komplikationen. Um diesen geschmeidigen Hauskauf geht's in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal geht es rund um das Thema US-Immobilien. Dabei bekommst du Informationen zum US-Immobilienmarkt aus erster Hand, denn ich bin selbst Investor hier vor Ort im Großraum Philadelphia. Gemeinsam mit Partnern kaufe, entwickle und verwalte ich Objekte einerseits für den eigenen Bestand, aber natürlich auch im Auftrag europäischer Investoren, die die hohen Renditen hier in den USA ganz einfach zu schätzen wissen. In meinen anderen Videos siehst du häufig, mit welchen schäbigen Methoden teilweise Makler, Verkäufer, aber auch Mieter hier im Markt agieren. Dass es auch anders gehen kann, darum geht es im heutigen Video. Für dieses Objekt gab es keinen Betrug, keinen Pfusch und keinerlei nervenaufreibende Diskussion oder Zwangsräumung mit Mietern. What? Aus diesem Grund bin ich da auf diesem Kanal. Ich will die Abgründe. Was wurde denn aus diesem Problemmieter und diesem Bloody Mary House, der Maklerin, die deine Unterschrift gefälscht hat? Ich will die Action. Wo bleibt die Action? Ja, genau da empfehle ich dir, meinen Kanal zu abonnieren. Die bisherigen Videos zu diesem Haus, Bloody Mary, die habe ich dir in einer einzigen Playlist zusammengestellt. Falls du es verpasst hast, kannst du dir hier oben nochmal anschauen, die gesamte History zu diesem Bloody Mary Haus. Kurzer Ausblick, ohne zu spoilern, in diesem Fall laufen noch Gerichts- und Räumungsverfahren gegen den Mieter, gegen die Maklerin. Also da bleibt es noch spannend und es wird auch teilweise noch gefährlich. Bleibt abzuwarten. Falls du das nicht verpassen willst, wie gesagt, Abo dalassen, dann wirst du informiert, sobald neue Informationen und neue Videos zu dem Thema rauskommen. Aber zurück zu dem sehr entspannten Hauskauf des Objektes, um das es heute geht. Das ist ein Reihenendhaus, was sich in einem größeren Wohnkomplex befindet. Es hat 3 Schlafzimmer und 1,5 Badezimmer, also ein volles Badezimmer und ein Gäste-WC. Wohnfläche 1824 Square Feet, das sind ca. 169 Quadratmeter. Und ja, schauen wir es uns an. Das Ziel des Investors in diesem Fall ist ein möglichst niedriger Aufwand, eine konstante Rendite und die muss nicht unbedingt zweistellig sein, wie wir das zum Beispiel in Philadelphia erreichen können, sondern hier sind wir außerhalb in einem Wohnkomplex und da ist die Rendite nicht so hoch, dafür konstant vom Start weg mit verdammt wenig Aufwand. Wie du gleich im Überflug mit der Drohne sehen kannst, ist das Haus in einem riesigen Development, also in einem Wohnkomplex. Der gesamte Komplex wird durch eine sogenannte HOA, also eine Homeowners Association, verwaltet. Die kümmern sich um fast alle Belange rund um das Haus, um das Vermieten nicht ganz, aber Sachen wie zum Beispiel Dach, Anschlüsse draußen, Grünflächen und so weiter, darum kümmern die sich. Das heißt, das bezahlt man auch, aber dafür hat man halt weniger Aufwand. So eine HOA ist auch durchaus mit einer Hausverwaltung in Deutschland vergleichbar. Die kümmern sich zumindest um die Sachen, den Hausmeisterservice, Rückstellung fürs Dach, weil es ist eine Dachfläche über mehrere Häuser dieser HOA hinweg. Das heißt, das teilt man mit anderen, dafür bezahlt man und darum kümmert man sich selbst nicht, denn das macht die HOA für, in diesem Fall $212 pro Monat. Diese $212 kann man natürlich von seinen eigenen Rückstellungen und Verwaltungskosten abziehen, denn das bezahlt man ja schon. Das heißt, das macht das Haus attraktiver, denn das muss man nicht selbst machen. Die genauen Zahlen zu dem Objekt siehst du am Ende des Videos. Aber bevor wir uns jetzt das Objekt im Detail anschauen, tu mir noch einen Gefallen, lass mir ein Like da, abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Wenn dich solche Themen wie Immobilien hier in den USA oder auch Deal-Analysen interessieren, schreibst du mir das am besten in die Kommentare unter das Video. Danke dir. So, neues Investitionsobjekt für einen unserer Investoren. Und zwar hat der sich für dieses Haus entschieden. Das ist ein Reihenendhaus, sieht so ein bisschen aus wie der. Ja, wie eine Doppelhaushälfte. Na, wobei es nur ein Reihenhaus. Also dieser ganze Komplex hier sind alles einzelne Apartments oder Häuser. Und hier drüben haben wir mehrere Apartments. Und da ist unfair zu erkennen, wir befinden uns hier in einem gesamten Wohnkomplex. Also das ist so ein Development aus den 1970ern. Und ja, da haben wir einen Pool hier drüben, Spielplatz für Kids, Briefkastenanlage. Ein riesen Development. Gehen wir mal rein und schauen uns das an. So, wenn wir eine neue Klimaanlage hier vorne, zumindest eine Outdoor-Unit, die ist neu. Dann haben wir hier das Wohnzimmer. Not a problem. Just hide from the camera. So, haben wir hier die Küche.
auch diesen Backsplash, also diese Plastikdinger hier, die muss man mögen. Aber im Endeffekt, was wird hier gemacht? Die Cabinets, also die Schränke, bleiben so, wie sie sind. Da kommen neue Griffe dran und die werden einfach nochmal geschliffen und neu gestrichen. Arbeitsplatte bleibt, neuer Herd, Geschirrspülmaschine, Dishwasher wollte ich sagen. Da kommen auch neue her, die Kühlschrank ist auch neu. Ich glaube, Shiplap nennt man sowas. Oh Gott, wie hässlich, aber egal. Aber so ist doch eigentlich super, hier von der Größe her. Dann haben wir hier den Abgang zum Keller. Hier haben wir den Thermostat für die Klimaanlage. Kleiner Powder Room heißt es hier. Also kleines Waschbecken, Toilette, Medicine Cabinet und hier hinter dieser hervorragenden Tür, Metalltür, verbergen sich Waschmaschine und Trockner. Ja, also da gibt es nicht viel zu machen, oder? Dann schauen wir mal in dem Keller. Hier haben wir jetzt noch eine kleine Abstellkammer bzw. so ein Closet für Klamotten. Gehen wir mal runter. Dann haben wir hier schönen Teppichfußboden. Aber alles in einem matt-weiß gehalten. Also ich finde das jetzt nicht so schlecht. Teppichfußboden. Oh, ausgebaut komplett. Ja, wobei komplett. Ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich ein Schlafzimmer. Also es zählt nicht als Schlafzimmer, weil da kommt keiner raus. Also kein Amerikaner könnte durch dieses Fenster flüchten. Aber ich sag's mal so, auch kein Durchschnittseuropäer. Was haben wir noch? Also es wäre jetzt ein Bonusroom, irgendwie ein Office oder sowas oder ein Spielzimmer für Kids. Was haben wir hier? Slab, also Concrete Fußboden, Stahlträger, da ist die Elektrik. Da haben wir die Holzdecke, die sieht eigentlich ganz gut aus, also das haben wir schon alles schlechter gesehen. Das hier mal was komplett anderes, also erstens neueres Baujahr, dann zweitens als Deal-Analyse in einem Development mit einer Homeowners Association. Die Zahlen schauen wir uns nachher nochmal an. Elektrik, also nichts Aufregendes, also das sind 70er, das heißt, hier gibt es kein Knob and Tube, also diese ganz alte Verkabelung. Dann haben wir hier die Klimaanlage. Der Kühlschrank hier ist, glaube ich, Trash. Dann haben wir Verizon, das ist hier Glasfaser. Dann haben wir einen strombetriebenen Wasserheizer. Das ist jetzt auch nichts Aufregendes. Aber so, hier unten riecht es nichts. Also ganz ungewohnt im Vergleich zu den Häusern in Philly. Also hier mal was Neues. Das erstens, das Haus liegt in einer anderen Gegend, in der haben wir jetzt persönlich nicht investiert. Und der Investor ist jetzt hier auch sozusagen Vorreiter, der Erste, der in diese Gegend investiert hat. Und zweitens ist es auch neueres Baujahr. Hier sehen wir die AC, also die Klimaanlage, Heizung. Das ist alles gasbetrieben. Ja, da ist jetzt nichts Aufregendes dabei. Genau, Strom, alles da, Kondens, bla bla bla, alles da. Abluft, Heißluft, Heizung. Also echt ein super Deal. Dann haben wir hier unter der Treppe, da haben wir jetzt nochmal einen Abstellraum. Okay, was diese Tür hier unten soll, das ist natürlich fraglich. Das ist ein Eingang für Kids. Ja, genau. Auf jeden Fall. Cool, schauen wir mal hoch, was die obere Etage hergibt. Also per Definition ist es ein zwei Schlafzimmer, anderthalb Badezimmerhaus. Da haben wir auch den Teppich wie unten. Da ist eine Holztreppe drunter, das dämpft eigentlich schön. Eigentlich mag ich jetzt den Teppich nicht so, aber gut, relativ neu. Dann haben wir hier ein Schlafzimmer, das zweite Schlafzimmer und hier das volle Badezimmer. Vollen Badezimmer.
Dann haben wir hier diese Plastik-Duschbadewannenkabine. Die ist super, super einfach einzubauen, super zu pflegen. Und im Fall der Fälle auch wieder zu entfernen. Ganz klar, einfach das Bad vor. Toilette und nichts Aufregendes. Teppich überall. Schlafzimmer 1. Die Fenster. Auch Geschmackssache. Da mal ein paar kleine Reparaturen. Aber so, eigentlich eine super Sache hier. Zum Reparaturaufwand, also an dem Haus ist faktisch nichts zu machen. Das ist, wie man hier sagt, turnkey. Das heißt, solche Sachen muss man machen. Wer möchte auch noch das Rollo austauschen? Ja. Und die Küche streichen. That's it. Dann haben wir hier noch das zweite Schlafzimmer. Da ist auch wieder der Schrank eingebaut. Und das ist hier nur der Wartungszugang zur Badewanne von hinten. Aber begehbarer Kleiderschrank. Ja, wie gesagt, zwei Schlafzimmer, anderthalb Bäder plus der Bonusraum unten. Das Gesamtpaket für den Investor waren für dieses Objekt hier 175.000. Und dafür, dass hier nichts zu tun ist, turnkey, und die zu erwartende Miete mindestens 1.800 Dollar ist, ist das mal locker über der 1%-Regel. Die genauen Zahlen schauen wir uns gleich an. Cool. Und hier siehst du dieses ganze Wohngebiet. Das hier ist eine, die 352 ist eine größere Straße, glaube ich, vierspurig sogar. Dann haben wir hier ein Einkaufszentrum, hier sogar ein Aldi, also Aldi USA. Dann haben wir hier dieses Wohngebiet und wenn du dir das hier genauer anschaust, das hier ist ein riesiges Wohngebiet, das gehört auch noch mit dazu. Hier haben wir ein paar Baseballplätze, hier haben wir den Pool und hier befindet sich das Haus für diesen Investor. Also genau, da sind wir richtig. Also das ist der Pool, Spielplatz und hier siehst du dann auch das Video. Wo befinden wir uns im Vergleich zu Philly? Ganz klar in einem Vorort, das ist hier Brookhaven. Brookhaven ist, hier ist Philadelphia, hier ist Brookhaven. Schauen wir es uns mal auf der normalen Karte an, dann wird es übersichtlicher. Hier ist der internationale Flughafen Philly, also von Brookhaven zum Flughafen 10, 15 Minuten mit Stau und nach Downtown Philly 20, 30 Minuten. Also von daher, ja, die Lage ist doch eigentlich ganz super, ne? Hier hätten wir Drexel Hill, da sind auch einige unserer Objekte oder hier eben in Nord Philadelphia oder auch in West Philly. Cool. Schauen wir uns nun, wie eingangs versprochen, die genauen Zahlen zum Objekt an. Die Zahlen habe ich dir in einem Google Sheets Tool, also in Excel, aufbereitet. Den Link dazu findest du auch in der Beschreibung unter diesem Video. Da kannst du dir die Zahlen einfach im Nachgang nochmal alleine anschauen, die runterladen, damit rumspielen und sehen, wie wir das berechnen. Schauen wir uns die Zahlen zu diesem Objekt an. 167.750 war der Kaufpreis für diesen Investor. Hier waren die Closing Costs bei 4,3%. Das heißt, wir sind hier circa bei 175.000 Dollar vollem Investment. 500 Dollar waren die Reparaturen. Das war der Ceiling Fan, also der Deckenventilator. Und die Küche musste gestrichen werden. Ja, 500 Dollar Renovierungskosten. Ist überschaubar, oder? Das ist ein Cash-Deal gewesen. Der Investor hat das 100% bezahlt, ohne Bankdarlehen. Wie gesagt, in diesem Fall, der Investor hat andere Ziele. Ihm ist eine stete Rendite und wenig Aufwand und wenig Risiko viel lieber. Von daher verzichtet er auf das hohe Risiko, aber auch auf die hohe Rendite. Dafür ist es ein einfacher Deal.
Kommen wir zu den Steuern. Die Steuern in dieser Gegend sind relativ hoch. Das heißt, wir sind hier bei $4,479 für dieses Reihenendhaus, was relativ viel ist. Für $700 gibt es die Versicherung im Monat, beziehungsweise im Jahr, Entschuldigung. Die Management-Fee und die Wartung. Also das kann man hier niedriger ansetzen, ganz einfach, weil man mit dieser HOA, also dieser Homeowners Association, schon eine Menge dieser Aufgaben mit bezahlt und abdeckt durch eben diese Hausverwaltung. Dafür zahlt man im Monat $212. Das sind im Jahr dann eben diese $2,544, die man hier natürlich abziehen kann. Das heißt, 8% für Management ist immer noch relativ hoch und für die Wartung 5% kann man so machen, ist immer noch sehr konservativ gerechnet. 5% Leerstand kann man mit hinzuziehen, deswegen sind wir hier mit $1,850 Miete nur bei einem Cash und Cash Return von 6%. Aber hey, 6% aus dem Stand bei $500 Renovierungskosten, das ist immer noch ein schöner Deal. Der Faktor hier sind knapp 8, also 8 Netto-Jahresmieten sind der Kaufpreis oder entsprechend dem Kaufpreis. Und dieses Gesamtinvestment von $175,463 bringt diesem Investor einen monatlichen Cashflow vor Steuern natürlich von $873. Das ist doch ein nettes Taschengeld, oder? Also, der Deal ist einfach, klar strukturiert, wenig Risiko und aus dem Stand 6% Rendite. Zeig mir einen Immobiliendeal in Deutschland, der das kann. Eilmeldung. Der Internationale Verband deutschsprachiger US-Investoren hat seine neuesten Zahlen rausgegeben. Daraus geht eine erschreckende Statistik hervor. Und zwar nur 26,7% aller Zuschauer meines Kanals haben den Abo-Button gefunden. Den anderen 73,3% muss unbedingt schnellstmöglich geholfen werden. Falls du Fragen hast, wie das Abonnieren funktioniert, da ist ein Knopf unter dem Video. Einfach draufdrücken. Danke dir schon mal vorab. Den Like nicht vergessen. Kommen wir zum Fazit für unseren heutigen Investor. Du siehst, dieses Haus ist, wie wir hier sagen, turnkey ready. Das heißt, du musst wirklich nur den Schlüssel im Schloss umdrehen und kannst nach dem Kauf das Haus wieder vermieten. Du hast keinerlei Renovierungsaufwand und jeden Monat einen Cashflow von über 6%. Der Investor in diesem Fall zielt nicht auf diese zweistelligen Renditen, die wir an anderen Objekten und Gegenden hier in und um Philadelphia erreichen können. Er hat seine Prioritäten eher im wenig Aufwand, hoher Cashflow, einfachen Deal. Und das hat er damit natürlich erreicht. Keinerlei Renovierungsaufwand und ein sehr, sehr, sehr stabiles Objekt. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.